الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welt, und Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit darauf und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Meine lieben Geschwister, wir möchten uns heute über ein Ereignis unterhalten, das sich vor der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wa sallam abgespielt hat. Und dieses Ereignis beinhaltet einen sehr großen Nutzen für unsere Religion, aber wir möchten uns von allen Dingen, die in diesem Hadith vorkommen, auf einen Nutzen beschränken, den wir inshallah ta'ala gleich erfahren werden, wenn wir diesen Hadith uns anhören. Eines Tages saß Utba ibn Rabi'a, sein Beiname ist Abul Walid, mit den Leuten von Quraysh, den Polytheisten, zusammen und sagte zu ihnen: Was meint ihr, soll ich nicht zu Muhammad gehen und mit ihm mal reden, auf dass er aufhört, das zu verbreiten, was er verbreiten möchte? Und ich kann ihm ja Sachen vorschlagen, ich kann ihm Angebote machen, damit er sie annimmt und mit seiner Da'wah endlich aufhört. Und das war in dem Moment, es war in der Zeit, als gerade Hamza, der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, den Islam angenommen hatte und die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam immer mehr wurden, obwohl der Druck auf ihnen lastete und obwohl man sie einschränkte in ihrer Religionsfreiheit, trotzdem hat der Islam an Ausbreitung zugenommen und die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam wurden immer mehr. Dann sagte man zu ihm: Mach es. Und er ging zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und traf ihn dort an, während er in der Moschee in Mekka war, in der Moschee der Kaaba war. Er sagte zu ihm: O Sohn meines Bruders, weil sie waren ja Verwandte miteinander, waren aus dem gleichen Stamm. Er sagte: Sohn meines Bruders, du weißt doch, welche Stellung du unter uns hast. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam war von edler Abstammung. Du weißt doch, welche Stellung du unter uns hast und welche Abstammung du unter uns genießt. Du bist aber zu deinem Volk mit einer Angelegenheit gekommen, durch die du dein Volk in Gruppen gespalten hast. Und du hast ihre Götter geschmäht und du hast ihre Religion beleidigt und du hast deine eigenen Vorfahren des Unglaubens bezichtigt. Hör mir doch bitte zu, ich möchte dir ein Angebot machen. Vielleicht nimmst du es ja von mir an. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Abul Walid, sprich ruhig, ich höre dir zu. Da sagte er: O Sohn meines Bruders, wenn du durch deine Da'wah eigentlich Geld haben möchtest, dann werden wir dir alles Geld, alles Vermögen versammeln und es dir geben. Und solltest du uns anführen wollen, so werden wir dich zu unserem Anführer bestimmen. So dass wir keine Angelegenheit entscheiden, ohne sie dir zu überlassen. Und solltest du König sein wollen, so krönen wir dich zum König unter uns. Und sollte das, was dir in den Sinn kommt, eine Einbildung sein, sollte das, was dir in den Sinn kommt, er meint natürlich die Offenbarung, sollte das, was dir in den Sinn kommt, eine Einbildung sein, die du nicht abwehren kannst, die du nicht loswerden kannst, dann bestellen wir für dich den besten Arzt, den wir finden können. Und wir sammeln unser Vermögen, um dich zu heilen. Und sollte es jemand sein von den Dschinn, der dich befallen hat, dann werden wir dich ebenfalls behandeln. Als Utba fertig war mit seinen Worten und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm zugehört hatte, fragte er ihn: Bist du fertig mit dem, was du sagen wolltest? Er sagte: Ja. Er sagte: Okay, dann hör mir bitte auch zu. Er sagte: Jawohl. Da las der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, Tanzilun min arrahmanirrahim. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die ersten vier Seiten von Surat Fussilat dem Mann vorgelesen. Im Namen Allahs, des Gnadenvollen, des Gnädigen, Hamim, eine Herabsendung vom Gnadenvollen, dem Gnädigen, ein Buch und so weiter und so fort. Er hat ihm diese Ayat vorgelesen, bis er zu einer Stelle kam, an der er, der Mann hört ihm aufmerksam zu und hat seine Hände auf den Boden, hinter seinem Rücken auf den Boden getan, hörte ihm zu, bis der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu einer Stelle kam, an der man sich in dieser Sura niederwirft.
Als er fertig war, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm: Abu al-Walid, du hast ja gehört, was ich dir vorgelesen habe. Es ist jetzt alleine deine Entscheidung. Es ist jetzt ganz alleine deine Entscheidung. In einer anderen Überlieferung sagte Utba zum Propheten sallallahu alaihi wasallam: Wer ist besser, du oder die Mutter von Abdullah? Du oder die Mutter von Abdullah, der Vater des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Bist du besser oder die Mutter von Abdullah? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam gar nichts dazu, er schwieg. Dann sagte er: Bist du etwa besser, Muhammad, oder die Mutter von Abdul Muttalib? Da schwieg der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat verstanden, was der Mann wollte. Dann sagte der Mann zu ihm: Wenn du behauptest, dass diese, deine Vorfahren, und ihr wisst, die Araber haben sehr viel Wert gelegt auf ihre Abstammung, er sagte, wenn deine Vorfahren besser sind als du, so haben sie diejenigen Götter angebetet, die du beleidigst. Und solltest du behaupten, besser zu sein als sie, dann erzähl uns doch, was du zu sagen hast. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, erzähl uns doch dann, was du uns zu erzählen hast, denn du hast uns in Gruppen gespalten und du hast unsere Angelegenheit, du hast uns in Gruppen gespalten, du hast unsere Religion beleidigt und du hast uns unter den Arabern bloßgestellt, sodass sogar die Leute das Gerücht verbreitet haben, unter den Quraysh befindet sich ein Zauberer oder unter den Quraysh befindet sich ein Wahrsager. Wir warten nur noch auf den Moment, bis die einen von uns auf die anderen mit den Schwertern losgehen und sich gegenseitig vernichten und ausradieren. Mensch, sagt er zu ihm, wenn du irgendetwas haben möchtest, dann sag es doch. Wir machen dich zum reichsten der Leute von Quraysh. Und wenn du heiraten willst, dann heirate doch so viele Frauen, wie du willst. Wir verheiraten dich mit 10 verschiedenen Frauen. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Bist du fertig mit dem, was du sagen wolltest? Er sagte ja. Da las er die Ayat bis zur folgenden Ayat, in der es heißt: Und wenn sie sich abwenden, dann drohe ihnen einen Donnerschlag oder einen Blitzschlag, so wie es auch damals schon das Volk der Ad und das Volk der Thamud getroffen hat. Als Utba diese Worte hörte, sagte er: Es reicht, es reicht. Als Utba zurückkehrte zu seinen Leuten, hatte er vergessen, was der Prophet vorher sagte und was der Prophet danach gesagt hat, weil diese Drohung ihn richtig mitgenommen hat, denn die Araber kannten die Geschichten von Ad und Thamud und die wussten, dass das keine Märchen waren und sie wussten, dass das tatsächlich geschehen ist. Sie fragten ihn: Was hat er dir denn erzählt, Utba? Er sagte: Wallah, ich erinnere mich an gar nichts mehr, außer dass er uns angedroht hat, die Strafe von Ad und Thamud. Dann sagten sie zu ihm: Was ist los mit dir? Er spricht mit dir in arabischer Sprache und du weißt nicht, was er gesagt hat? Er sagte: Ich schwöre bei Allah, ich weiß nicht, was er gesagt hat. Ich habe mir nur gemerkt, dass er mir und euch eine Strafe angedroht hat. Meine lieben Geschwister, die Geschichte geht noch ein bisschen weiter, aber der entscheidende Charakterzug, den wir aus diesem edlen Hadith entnehmen möchten, ist der Charakterzug unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er seinem Gegenüber zugehört hat, dass er seinem Gegenüber die Ohren geöffnet hat. Es ist ein guter Charakterzug und es ist auch eine Kunst, einem anderen Menschen zuzuhören. Denn man kann einfach nur zuhören, aber man kann auch einem anderen, dem Gegenüber das Gefühl geben, dass man ihm auch aufmerksam zuhört. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hört sich seine Beleidigungen an. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hört sich seine Schmähungen an. Er hört sich seine Verleumdungen an. Einmal bezeichnet er ihn als Zauberer, einmal bezeichnet er ihn als Wahrsager, einmal bezeichnet er ihn als jemand, der nur nach Weltlichem strebt, und einmal bezeichnet er als jemand, der verrückt nach Frauen ist und so weiter und so fort. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam lässt sich von all diesen Dingen nicht aus der Ruhe bringen. Er lässt ihn weiterreden, bis er fertig ist, und dann fragt er ihn: Bist du fertig? Und dann lasst er ihm schöne Ayat aus dem edlen Koran al-Karim vor, denn in Wirklichkeit überbringt er nur die Botschaft seines Herrn. Die zweite Angelegenheit, liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm nicht nur zugehört, sondern er wollte sicher gehen, dass Utba nicht etwas vergessen hat, ihm mitzuteilen, was er sagen wollte.
Er fragte ihn sinngemäß, liegt dir noch etwas auf dem Herzen, Utba? Hast du noch irgendetwas, irgendein Vorwurf, irgendein Tadel, irgendetwas, was du noch loswerden möchtest? Denn du saßt doch gerade eben mit dem Quraysh. Gibt es irgendetwas, was uns noch, das du noch mitzuteilen hast? Er sagte nein. Und erst dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesprochen. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns nicht umsonst zwei Ohren gegeben und nur eine Zunge gegeben. Zwei Ohren gegeben, um zuzuhören, und eine Zunge gegeben, um zu sprechen, damit wir mehr zuhören, als wir aussprechen. Denn für das Aussprechen werden wir zur Rechenschaft gezogen, allerdings für das Zuhören nicht. Für das Hören alleine nicht. Meine lieben Geschwister, wenn man einem anderen Menschen nicht aufmerksam zuhört, dann führt das zu schwerwiegenden Folgen, wie zum Beispiel, dass der Gelehrte eine falsche Fatwa jemandem gibt, wenn er ihm nicht aufmerksam zugehört hat, was er eigentlich sagen möchte. Oder dass der Arzt eine falsche Diagnose stellt, weil er seinem Patienten nicht genug Zeit gibt, ihm zu erklären, woran er leidet. Oder der Händler wird weniger verkaufen, weil er nicht zuhört, was die Kunden haben wollen. Und wenn er sich nur selbst zuhört. Und so weiter und so fort. Auch jemand, der in der Verwaltung arbeitet, wird die ganzen Energien und die ganzen Möglichkeiten vergeuden, die seine Leute haben, die ihm untergestellt sind, wenn er ihnen nicht zuhört, was sie können und was sie nicht können und was sie gerne machen würden und so weiter und so fort. Drittens, liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns durch dieses Beispiel gelehrt, dass der Erfolg eines Da'ia zu Allah subhanahu wa ta'ala liegt, liebe Geschwister, darin, dass er bei seinen Prinzipien festhält und dass er keinen Schritt rückwärts macht für irgendetwas Weltliches in diesem Leben, sondern er bleibt bei seinem Standpunkt, weil er eben davon überzeugt ist, dass das, was er sagt, die Wahrheit ist und nichts als die Wahrheit ist. Und ich meine mit Da'ir jeden Menschen, der zu seiner Religion aufruft, nicht nur den Imam der Moschee, nicht nur denjenigen, der Sheikh oder Da'ir genannt wird, sondern jeden Einzelnen, der entweder durch seine Handlung oder durch seinen Charakter oder durch seine Worte zu Allahs Religion subhanahu wa ta'ala aufruft. Und die vierte und letzte Angelegenheit, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Ayat ausgewählt hat. Denn der Prophet alaihi salatu wasallam hat ihm Ayat vorgetragen, die drei wesentliche Ziele oder drei wesentliche Elemente beinhalten. Nummer eins, das Ziel der Botschaft. Wozu ruft er sie überhaupt auf? Die Antwort: Sprich, mir wurde eingegeben, dass es keinen Ilah gibt außer dem einen einzigen. Dass es keinen anderen Ilah habt, dass ihr keinen anderen Gott habt außer Allah, dem einen einzigen. Das ist das Ziel der Botschaft. Nummer zwei, die Verkündung der Frohbotschaft für diejenigen, die ihm folgen. Und Nummer drei, die Warnung davor, sich vor ihm abzuwenden. Das sind die drei wichtigsten Elemente, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in diesen Ayat erwähnt hat. Und das hat man deutlich gesehen durch die Geschichte von Ad und Thamud. Meine lieben Geschwister, der Erfolg eines Da'ia hängt nicht davon ab, wie viele Leute ihm folgen, wie viele Menschen durch ihn recht geleitet werden, sondern der Erfolg eines Da'ia hängt alleine davon ab, ob er Nummer eins die Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala unter den Menschen verbreitet und zweitens, ob er dies macht gemäß der Sunna und gemäß des Vorbildes vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den Volk verleihen, dieser Sache nachzugehen, auf beste Art und Weise und so viel wir dazu imstande sind, egal wo wir uns befinden, bei der Arbeit, in der Schule, in der Uni, zu Hause, mit unserer Familie, im Urlaub. Möge Allah uns und euch den Erfolg verleihen und die wahren Worte in unsere Münder legen. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad.